So, jetzt legen wir los und gehen zu Julien Bam. Boah, habt ihr mitbekommen, was da los war? Das war eine Höllenfahrt für die Jungs, denn die hatten ein Problem mit einem Song. Hat er auf Instagram alles erzählt, da gab es Probleme. Ein Song, und zwar so ein Beatles-Song kommt da scheinbar drin vor, ich hab's noch nicht geschaut, war so gut nachgemacht, also der Vincent macht ja die Musik bei denen, der war so gut nachgebaut, dass diese Firma, die die Beatles vertritt, die Rechte von den Beatles vertritt, einfach gesagt hat, jo, das ist von den Beatles, das sperren wir, beziehungsweise das claimen wir. Und dann hat er einfach, mussten die nochmal einen neuen Beat bauen. Also eigentlich ist das das größte Kompliment, was der Vincent, der die Beats baut, hätte bekommen können, aber das ist die größte asoziale Aktion, die auch hätte passieren können, weil dadurch konnte er es eigentlich steht er immer um 12 oder so hoch am Samstag, und dadurch konnte das Video erst sehr spät online kommen. Ja? Deswegen an dieser Stelle, es war eine ziemlich harte Tortur, dieses Video hochzubringen. Ich bin gespannt auf den dritten Teil Songs aus der Bohne. Let's go. Bei dem Typen da? What? Oh mein Gott, okay, jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Wow, war das wieder eine spannende Folge. Was macht der da? LOL, der Abmoderations-Guy steht hier einfach hinter vor so einem Greenscreen. Das ist gar nicht das Zimmer von... Okay, das ist richtiger Mindfuck. Und hier sind die Bohnen auf dem Tisch. Hä? Okay. Hä? Du hast ja extrem viele Bohnen. Nein! Oh, das solltest du doch gar nicht sehen! Fuck, Alter. Warte mal kurz, kommen die Bohnen etwa von dir? Ey, warte! Alter, John! Hilfe! John, hallo? Hallo? Hier ist Amanda live aus Aachen und wie ihr wisst, sind wir wieder auf der... Amanda Mustermann, regionale Skandalreporterin. Snitch Reports. Okay. Suche nach Skandalen und mal sehen, was uns heute hier erwartet. Ich glaube, da haben wir schon unseren ersten. Welche Frau haben Sie betrogen, dass Sie vor die Tür gesetzt wurden? Welche Frau haben Sie betrogen? Hat sein Studium nie beendet. Oh mein Gott. Oder ist das ein verzweifelter Versuch, Klicks zu generieren? Oder denken Sie, dass diese Übersexualisierung gut bei Ihrer minderjährigen Zielgruppe ankommt? Sind da Maskendudes und mit der Bohne und... Stimmt das, dass Sie mal eine Frau waren? Hä? Nein. Herr Bam, machen Sie ein großes Video? Können Sie mit meinem Sohn ein großes Video machen? Oh mein, ich verdeck das Kind. Vielleicht ein andermal? Machen Sie ein großes Video? Können Sie mit... nicht jetzt vielleicht. Also gerne ein andermal. Oh mein Gott, Julien Bam schlägt... Julien Bam, Kinderhasser, hat heute einen neuen Song auf Spotify veröffentlicht. ...einem kleinen Kind seinen Herzenswunsch aus. Hast du seine Fans oder kleine Kinder? Hä? Oh nein, Leute. Oh nein, was geht ab, Alter? Schon gut, wir fragen einfach Revi. Nein, ich hasse Revi. Oh mein Gott, geilstes Kind ever. Wir fragen einfach Revi. Nein, ich hasse Revi. RIP, Alter. Ja gut, Kinder sagen immer die Wahrheit, ne? Sagt man das nicht so? Kinder sagen immer die Wahrheit? Ja, wenigstens ehrlich. Hier sehen Sie den insolventen YouTube-Star Julien Bam, wie er unbekleidet kleine Kinder zum Weinen bringt. Ein Einzelfall? Was meinen Sie? Yo, Bro, Mund auf! Oha, Apache 207, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, geil! Apache 207 feier ich. Also ich habe schon auf dem Thumbnail gesehen, dass Apache dabei ist, aber jetzt, dass es so früh passiert, nice. Dein Maul hört zu viel Gelaber für Kopf und ich hör eh nicht zu. Ja, ich weiß, du hast Bock auf ein Interview-View. Doch erstmal fahren im Block, ein Ghetto-Rendezvous. Keine Light in der Fortu, an unseren Füßen Crocs. Auf einem Fahrrad für zwei, oh shit, da stehen zwei Cops. Aber hab Ausweis dabei, und zwar die Eisdot-Botch. Von Autogramm, ich sag nein, mach vor Stoppschild nicht top. Nur für Pommes Box. Hä, viel zu stark. Hab mich lange nicht getraut, dir zu sagen, aber du bist eine geile Joya. Ich könnte hier ganz einfach alle haben, aber du machst mich schon wie eine Leica. Wie die Mutter da einfach steht. Beste, Alter, beste. Hey, der Song ist mega geil. Sag mir, willst du mit mir gehen? Ich stell die Frage aller Fragen, kreuze an, ja, nein, vielleicht. Und in ein paar Tagen ist es schon wieder vorbei. Frage aller Fragen, kreuze an, ja, nein, vielleicht. Ja, ich weiß, du bleibst nicht nur wegen meinem Hype. Oh mein Gott, ist das Mark Forster mit seiner neuen Freundin? Mark Forster! Ich bin nicht Mark Forster, Mann! Mark Forster, Sänger, sieht aus wie Thomas.
Ey, der ist geil. Ey, den Song möchte ich gerne im Auto hören von Ju. Wie er so beim, wie, guck mal, der Typ, ne? Wie er so beim Wegläufen so übelst am Smilen ist, so. Das finde ich geil. Guck mal, die hätten sich auch überhaupt nicht dabei denken können, diese Weglaufszene und einfach beide so einen ernsten Gesichtsausdruck. Aber das verleiht so einer Szene, finde ich, nochmal eine ganz andere Bedeutung, weil dieser Typ wirkt jetzt einfach wie so ein kompletter Psychopath. Finde ich geil. Angeber. Bleib stehen! Klaut jetzt den Kinderwagen und fährt ihm in den Kinderwagen hinterher, oder was passiert jetzt? Oh, du bist aber ein hässliches Kind. Oh, Gucci, Gucci. Was hat der vor mit dem Kinderwagen? Hä, ich dachte, er will dem anderen hinterher. Ich wollte nur ihr Kind an. Erstmal, ekelhaft. Warum rotzt ihr das Kind an? Aber anstatt, dass sie jetzt losschreit und sagt, Finger weg von meinem Kind oder irgendwas, dreht sich erstmal mal langsam um und ganz gemütlich hängt weiter am Hörer, guckt sich ganz gemütlich noch an, was der da macht, guckt weiter und jetzt hört ihr, was machen sie mit meinem Kind? Keine Mutter auf der Welt würde so reagieren. Keine Mutter auf der Welt würde so reagieren. Digga, die würde sofort losschlagen. Aber egal. Was machen Sie mit meinem Baby? Ich wollte nur Ihr Kind ab. Ein Bewerber! Hilfe! Polizei! Hilfe! Oh, geil. Rammstein, jetzt bin ich gespannt. Ich hab auf dein Kind gerotzt. Du, Dutzend Keime auf seinem Kopf. Erbrechen und Schüttelfrost. Nächte auf dem Pott. Ich wollte es natürlich impfen, dass es Antikörper bildet. Oh, und die Rose fliegt. Hä, hey, super stark. Ey, dieser Hook könnte 1:1 aus einem Rammstein-Song sein. Es erinnert mich sehr an, willst du bis der Tod uns scheidet, bei mir sein in alle Zeit. Irgendwie dieses, ne? Du hast mich. Ja, also ich glaube ist es von Du hast die Hook? Ich glaube ja. Erinnert mich sehr stark daran. Oh, und die Rose fliegt. Er hat einfach Gummistiefel anstatt Springerstiefel. Ich wollte es natürlich impfen, dass es Antikörper bildet. Oh! Mega geil. Richtig geil umgesetzt. Finde ich richtig geil umgesetzt. Ey, Props gehen raus. Was ist mit diesem Kind? Oh! Das arme Kind. Einmal RIP in Chat fürs Kind. Das Baby ist dead. Ich kenne dich doch irgendwoher. Ja, genau. Curly. Curly? Was geht hier eigentlich ab? Curly. Dicker, komm mit. Hier kann man nicht reden. Wenn ich uns hier bin. Fütter die. Verdenke uns zu Tode. Hey, wer ist das? Hat er schon mal bei Ju mitgespielt? Oder ist das jemand, der noch nie dabei war? Oder ist das jemand, den man kennt? Wer ist das? Sag mal, ist das jemand, der kommt mir irgendwie bekannt vor, aber irgendwie auch nicht? Da, Curly, da oben steht er. Das hat einen Kanal, der hat einen YouTube-Kanal. The Life of Curly. Der ist wirklich Curly. Nee, ich glaube, ich kenne ihn aber noch nicht tatsächlich. Aber irgendwie kam er mir bekannt vor. Okay, alles klar. Ich finde es nice, dass alles verlinkt ist. Okay, alle Rollen sind verlinkt, nice. Bitte machen Sie etwas. Okay, soweit habe ich das kapiert. Und du bist der Bohnenhändler? Nicht nur der Händler,
sondern auch der Bohnenarchitekt. Du hast die Bohnen erschaffen? Und die Maskenmenschen? Wer sind die? Ach, die nerven schon die ganze Zeit und suchen mich überall. Diese Reue-Ding. Dieser Gast ist sehr verspannt. Ich wette, die hat irgendwas ganz anderes gesagt. Auf jeden Fall sollten wir erstmal deinen Freund Julian finden. Ich bin doch Julian. Ach so, ja, der andere Julian. John? Genau. Aber worüber reden wir gerade? Und das Land verlassen. Okay. Okay, wir können. Curly? Du musst schnell weg und dir was da gelassen. Wir sehen uns. Jetzt ist er dran. Oha, noch mehr Bohnen? Oha, nicht nur Bohnen, sondern er hat ihm auch Crystal Meth dagelassen. Das sind die Bohnen, die abhängig machen. Wenn er diese Bohnen isst, wird er zu Walter White. So, vielen Dank. Marvin. Oh, Stress. Dankeschön. Brennt. Löschen, 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 löschen. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Was mache ich, was mache ich, was mache ich? Wie kommen die auf das Skript? Wie hat Ju sich die Idee überlegt zu sagen, oh ey, ich schmeiß dann die Kerze um, dann pisse ich das aus, damit ich dann in eine unangenehme Situation mit der Masseurin gerate? Wer hat sich das ausgedacht? Wie ist er denn auf diese Idee gekommen? Das ergibt ja komplett Sinn. Es ist genau das, wonach es aussieht. Sorry, ich spreche kein Asiatisch. Du schlimmer als Revi. Die Verbindung ist schlecht. Ich kann nicht hören. Ich brauche irgendwas Asiatisches. Ich brauche irgendwas Asiatisches. Und dann kriegt ihr K-Pop bei einer Thailänderin. Als wenn es eine Thailänderin, also wenn sie Thai spricht, ich kenne mich auch nicht aus. Aber wenn er jetzt auf Koreanisch, also wenn er jetzt K-Pop macht, versteht ihn doch trotzdem eine Thailänderin nicht, oder? Mein Gehirn schmilzt. An meine Mutter dachte Gesso, Gesso. I just listen to my heart. Massagierst du dann Gesso? Oh nein, jetzt gibt's ein Happy End. Ach du Scheiße, das ist dieser Massagesalon mit Happy End. Oh oh. Bitte mach nicht weiter. Kolo, jetzt sagt er alle koreanischen Gerichte, die er kennt. Kimchi ist sehr lecker übrigens. Wenn diese ganzen Bilder von dem Essen nicht eingeblendet wären, ich würde ihm glauben, dass es wirklich irgendeinen Sinn ergibt, was er sagt. Ich würde ihm einfach glauben. Aber dadurch, dass die Essensbilder eingeblendet sind, rafft man halt, dass es halt um Essen geht. Was verstanden? Ich hab keinen Plan von dieser Sprache oder Thailand. Koreanische Speisen, da bin ich bewandt. Doch ich hab sie noch nicht alle benannt. Korean Barbecue, okay, danach bringst du dazu. Korean Barbecue, oh mein Gott, ich liebe dieses Food. Geil, auch mit diesen pastellfarbenen Hintergründen, so wie in so BTS-Musikvideos und so. Und halt alle so am Dancen und so. Richtig nice, ey, richtig, richtig nice. Wie komme ich jetzt nach Hause? Die Frage ist, wie sind die denn da hingekommen? Wow, John! John, du bist entkommen! Ja, wie? Ey, mega die lange Geschichte. Also. Heftig. Und ich hab noch. Als ob die nach drei Monaten da stehen. Diesen Curry getroffen. Oh krass, das hast du gar nicht erwähnt. Ja, diesen sehr langen Bart. Hä? Das ist Curry. Ju, ich bin in Halle 420. Die Masken-Dudes haben mich gefangen. Kommt schnell! Derby ist in Gefahr. Furby! Curry, was passiert? Ist das eine
Legt eure Bohnen hier rein, wenn ihr euren Freund retten wollt. Okay. Tu's nicht! Aber dann stirbst du. Tu's doch! Du auch! Oh nein, ich hab gehofft, dass der die Tüte behält, weil die es nicht wussten. Und oh, was ist denn jetzt? Dankeschön! Was ist mit Curly? Das ist jetzt euer Problem. Ehrenlos. Ehrenlos. Es ist eine Falle, Jungs. Scheiße. Ehrenlos. Ich hasse das immer in Filmen. Du sagst so, entscheide dich, entweder nimmst du die Frau oder das Geld oder irgendwas. Und dann sagst du, okay, ich rette die Frau, nimm alles an Geld. Und dann geht der trotzdem, macht trotzdem die Bombe los oder so. Das ist so ehrenlos. Warum machen die das immer? Wieso können ich einfach mal ihr Wort halten? Yo, okay, du hast jetzt die Bohnen, jetzt lass den Typen doch los. Ehrenloser Hund. Ehrenloser Maskenhund. Haut ab! Nein, wir lassen dich nicht allein. Vergiss es, das war's. Wir haben keine Bohnen mehr. Er hat alle mitgenommen. Nicht alle. Oh, er hat die Crystal Meth Bohnen noch, Leute. Oh mein Gott. Oha! Was sind das für Bohnen? Das sind Bandbohnen. Jede Bohne steht für einen Musiker. Band. Aber sie funktionieren nur zusammen. George Harrison. Ah, jetzt kommt der Part, weswegen das Video nicht online gehen konnte. Jetzt kommt der Beatles-Part. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Wir werden niemals den originalen Beat hören. Also wenn ich du frage, ob der mir das Originale zuschickt, dann werde ich es mal hören. Aber dieser Beat, der jetzt kommt, der wurde nochmal verändert, weil der Original-Beat, den die gebaut haben, zu sehr sich angehört hat wie wirklich die Beatles. Und deswegen wurde das Video nicht, also deswegen wurde das Video geclaimed vom Music-Label von den Beatles. Schade, ich hätte gerne das Original gehört. Einerseits schade, aber auch gut, dass sie es geschafft haben. Ringo Starr? Und ich bin Paul McCartney. Seit wann sind die Beatles nur zu dritt? Seit wann sind die Beatles nur zu dritt? Aber wer ist John Lennon? Ah. Scheiße, das stimmt. Bitte nicht. Okay, geil. Jetzt bin ich gespannt auf die Beatles, Alter. Shit, ich glaub, die geht gleich hoch. Shit, Bruder, müssen los. Shit, aber was mit Curly Bro? Geil, geil. Rechts und links die Balken, weil die halt noch kein 16:9 Format hatten. Dann dieser leichte Sepia, Braun-Grauton. Die Farben im Hintergrund, alle so bunt, aber es sieht alles so trotzdem so trist aus, weil es halt aus dieser alten Zeit ist. Ey, so geil umgesetzt schon wieder. So geil umgesetzt schon wieder. Oh mein Gott, ey, so nice. Sterben, noch nicht sterben, bitte holt. Bitte holt. Mama, Papa, Ex und meinen Hund ans Telefon. Was bringt das jetzt, dass die, also erstmal mega geil gemacht und der Song bis jetzt auch nice umgesetzt, aber was bringt das jetzt bitte, dass die Bohnen genommen haben, wenn die hier Musik machen, anstatt diese Bombe zu entschärfen? Die Pflanze vom Balkon, kann ich gehen, denn heute gibt's Brokkoli im Angebot. Lass dich nicht allein mischen, impossible Mission. Ist nicht das schwarze Kabel, John Hatch, du Idiot. Ich schneid das graue Kabel durch. Jo, Bruder, das ist rot. Ihr schafft es schon. Vielleicht. Erst das grüne Kabel und oh shit, die Zeit läuft schneller. Tick, tick, tick. Dann die blaue Leitung und oh, das war nur Feuermelder. Rund nach Zahlen zu Emojis. Oh mein Gott. Leuchten heller. So hell. Oh shit, sie geht gleich hoch. Vielleicht hilft mich der Milch, hilft auch bei allem Schaffen dich. Was für Milch, Bruder? Das ist ganz, ganz die falsche Richtung. Niemals Milch, hilft nie. Ich sag's euch, wie es ist. Milch hilft nie. Wenn ihr euch einreden lässt, Bullshit. Uno-Karte, ja, es könnte sein, dass das gelingt. Okay, Uno-Karte, die könnte helfen. Das gelingt. Oder Paprikantsche, die könnten wirklich noch was bringen. Noch was. Kein gutes Zeichen, weil die Lampe jetzt auch noch blinkt. Oh nein. Hört auf zu tanzen, was soll tanzen? Ja. Über Grins. Über Grins. Was wie du ja die gewinnt. Die gewinnt. Haut auf das Licht, allein wir kriegen es nicht hin. Es nicht. Und ich übernehme damit die Bohnen weiter singen. Oh shit, es geht gleich hoch. Ich hab mich in Gefahr gebracht. Sie wollten nur mich. Ihr müsst überleben. Hey, nein. Nehmt meinen Pager. Nein, Curly. Nein! Ihr werdet schon merken, wann ihr ihn braucht. Nein, tut Curly! Und lösch meine Festplatte, bevor meine Mom sie findet. Nein, Curly! Vergesst die Festplatte nicht! Nein! 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 Nein!
Ja, alle Bohnen wurden vernichtet. Die sind auch kein Problem mehr. Die sind bei der Explosion draufgegangen. Der Pager? Wow, war das wieder eine spannende Folge. Moment mal, erstmal Rip Curly. Was hat das zu bedeuten? Heißt das vielleicht, dass die Songs aus der Bohne im gleichen Universum spielen wie die Ehrenmänner of the Galaxy und dass die dann vielleicht die Crew treffen oder so? Oder etwas komplett anderes, was ich noch nicht weiß. Wir werden es in der nächsten Episode Songs aus der Bohne herausfinden. Sehr starke Folge, ultra stark. Ey, die 14 Minuten, die vergingen wie 5. Das war so geil gemacht, es war kein Moment Langeweile. Hammer, ey, so ein geiles Video. Ey, so ein geiles Video. Oh mein Gott, ey. Ganz, ganz viel Respekt an Ju und an die ganze Crew, die dahinter steckt. Heftig. Geile Kostüme. Rammstein, Beatles, Apache. Ey, heftig. Geil gefilmt, geile Szenen, lustige Jokes drin. Musik war geil. Ey, wie kann man in ein Video so viel geile Scheiße reinpacken? Heftig, heftig. Der Song Nein vielleicht ist jetzt in Vollversion auf Spotify. Was? Den Song, der am Anfang mit Apache, den gibt's jetzt in Vollversion? Geil. Okay, das finde ich noch richtig geil. Ich werde es mir im Auto anhören. Nicht vergessen zu abonnieren. Abonnieren. Und ein Like da lassen. Da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich weiß, du bleibst nicht nur wegen meinem Hals. Ja, geil. Direkt und noch sitzen, weil im Klo Herz eingraviert. 4 Stunden nur für uns zwei, ja, dein Outfit rasiert. Geil, geil. Ey, checkt auf Spotify den Song aus. Checkt auch Ju aus. Abonniert den Boy. Der hat erst zu wenig Abonnenten. 5,6, was ist das? Haut Abonnenten raus. Kuss geht raus. Ey, heftiges, heftiges Video. Hammer, hammer, geil. Hammer, hammer, geil.